Hallo liebe Leute, Lötholm ist wieder angeheizt und weiter geht's heute mit dem Host-Interface. Wir hatten ja das letzte Mal unsere Stromversorgung in die Gänge gebracht, ja, und ein bisschen mehr eigentlich in Richtung Löttechnik geschwätzt, deswegen ist es auch ein bisschen lang geworden. In dieser Folge möchte ich es ein bisschen straffen, diesen Lötteil. Das heißt, wir besprechen jetzt erstmal die Schaltung, gucken, was für Besonderheiten sind, auch für Besonderheiten von Bauteilen. Wir hatten ja dann noch so ein paar andere Geschichten und beschäftigen uns dann ein bisschen intensiver mit der Fehlersuche. Ja, falls irgendwas schief geht oder was, wie kann ein Fehler eingegrenzt werden? Und den Lötanteil werde ich ein bisschen straffen in dieser Folge, ja? Okay, schauen wir uns die Schaltung an. Heute das Host-Interface. Als Zentrum haben wir da den Max 232. So viele Bauteile sind dort gar nicht heute. Wir haben hier diese Buchse, diese Mini-DIN-Buchse. Dann haben wir unseren Schaltkreis selber, den Max 232 und einen passenden Sockel für unseren Freund, ja. Ein Dip-Switch, zu dem sage ich gleich noch was, da gibt es eine Besonderheit, und diverse Elektrolytkondensatoren rund um unseren Max 232, ja. Ein paar Widerstände und eine kleine RC-Kombination bzw. ein Schalttransistor für unsere Reset-Logik. Ja. Wenn wir die Schaltung verfolgen, sehen wir, dass wir von unserem Host-Interface kommen, und wer das Schaltplanblatt 1 vorliegen hat, sieht dort entsprechende Datenflussrichtungen eingetragen. Ja. Wir haben dort an Pin 13 den Pfad, wo Daten empfangen werden, und an Pin 7 den Pfad, wo Daten gesendet werden. Das ist aus Sicht von dem Max 232 geschrieben, ne? Und hinter dem Max 232 haben wir einen Dip-Switch, wo gewählt wird, welcher Propeller-Chip ist dann mit dieser Schnittstelle verbunden. Ja? Von der seriellen Schnittstelle wird verwendet TXD und RXD. Das sind die Send- und Empfangsleitungen und die DTR-Leitung. Die DTR-Leitung ist klassischerweise eine Leitung, mit der die Datenendeinrichtung, also irgendwie das Modem, eingeschaltet wird. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Müsste man nochmal nachlesen. Hier wird sie verwendet, um aus dem DTR-Signal mit einem RC-Glied einen kurzen Reset-Impuls zu bilden. Ja? Und damit den Propeller neu zu starten. In unserem Fall ist das Reset-Signal alle drei Propeller angeschlossen. Das heißt, die werden in dem Fall alle drei neu gestartet. Und der Startvorgang sieht so aus, dass der Propeller-Chip nach dem Reset als erstes schaut, bekommt er über seine serielle Schnittstelle irgendwie Verbindung zum Host. Wenn ja, holt er sich von dort entsprechende Daten, ja, und überträgt die in den RAM und startet die. Ja. Und wenn er keine Verbindung bekommt, holt er sich die Daten von seinem EEPROM. Ja, da holt er sich ein Image und startet dieses. Ja. Das heißt, unser Compiler, den wir auf dem PC dann starten und der die Daten rüberschiebt an unseren Propeller-Chip bei der Programmierung, kann über einen Impuls am DTR-Signal diesen Propeller-Chip ein Reset geben, und dann läuft dieser Bootvorgang los. Ja, das ist also ein automatischer Vorgang dann. Jo. Was haben wir an Besonderheiten? Erstens mal der Dip-Switch. Es ist ja so, dass der klassischerweise, so ist es jetzt vorgesehen, einfach eingelötet wird. Möchte natürlich nicht jeder. Und wer ein bisschen genauer hingeschaut hat, bei meinem Hive, den ich ja während der Vorführung hatte. Ich kann dir noch mal zeigen. Dort ist es so, dass man natürlich, wenn man so ein geschlossenes Gehäuse hat, dass man natürlich an diese Dip-Switch-Schalter nicht mehr rankommt. Und wenn man später noch irgendwas programmieren möchte,
möchte man diese Umschaltung von außen zugänglich haben. Und da haben wir hier erstens mal SD-Card und hier einen dreistufigen Schalter, welcher dann die Funktion von dem DIP-Switch übernimmt. Und damit wir das später verfügbar haben, setze ich den DIP-Switch kurzerhand auf einen Sockel. Ja, das ist eine Fassung, eigentlich eine ganz normale IC-Fassung, und löte statt dem DIP-Switch diese Fassung ein. Und so können wir dann erstmal experimentieren, blank mit dem Board. Und wenn dann später, wenn es ins Gehäuse eingebaut wird, brauche ich nur diesen DIP-Switch abziehen und an dem Kabel, was von dem Gehäuseschalter kommt, da ist ein kleiner Adapter, den brauche ich dann hier bloß aufstecken. Ja. Und schon habe ich dann diese Funktion von außen zugänglich. Das ist so eine Besonderheit, die jetzt so im Tutorial vielleicht jetzt nicht so erwähnt ist, die aber ganz praktisch für den Gehäuseeinbau ist. Der nächste Punkt ist der SD-Card-Reader. Da hatten wir ja schon drüber geredet, dass es am besten ist, den jetzt hier schon zu verlöten. Ja, ich werde das also den bei dieser kurzen Fassung, es gibt ja diese lange Bauform, die ein bisschen rausragt. Ich habe jetzt nur so eine kurze verfügbar hier. Die hat hier auch die passenden Plastinippel, die hier einrasten. Ich werde, und man kann hier auch diese Metallfaden anlöten, aber da das ein mechanisch belastetes Bauteil ist, werde ich dieses Bauteil vorher mit Kleber, mit Sekundenkleber ankleben und für ein Weichen arretieren mit entsprechenden Klemmen. Ja, also erstmal wirklich ankleben. Ausrichten braucht man es nicht in dem Falle, weil diese Plastikbolzen, wenn die einrasten, stimmen hier hinten diese Anschlüsse genau überein mit den Pads, und dann verlöte ich das. Ja, und dann haben wir das auch erledigt, und das ist auch recht stabil dann nachher, wenn wir dann 1000 Mal unsere SD-Karte rein und raus wuchten. Wenn wir nachher testen, dann machen wir das mit dem Loopback-Stecker, das erkläre ich nachher nochmal. Und dann ist es ganz interessant, wenn man die entsprechenden Pins bei einem Propeller-Chip brücken kann mit so einem Loopback-Brücke. Und dafür löte ich jetzt schon vorzeitig mal von Bellatrix den Sockel ein, weil Bellatrix ist dann auch der erste Propeller, den wir in Betrieb nehmen. Und da können wir dann ein bisschen komfortabler nachher die Diagnose bzw. Fehlersuche durchführen. Ja? So, dann hätten wir noch eine Sache, und zwar gibt es ja die Möglichkeit, statt dem Max 232 einen sogenannten Prop-Plug zu verwenden. Und dafür wird hier ein vierpoliger Pin-Heater eingelötet. Und dieses Prop-Plug, der kann entweder gerade sein oder auch gewinkelt. Und dieses Prop-Plug, ich habe leider keinen zum Zeigen hier. Ich besitze eigentlich ehrlich gesagt gar keinen. Dieses Prop-Plug ist ein kleines Modul, das kann man dann aufstecken. Ja, je nachdem, ob man gewinkelt oder gerade hat, steckt man es auf. Und das wandelt dann gleich zu USB. Damit kann man auch diese Propeller-Chips programmieren. Natürlich, dafür ist es ja da. Das Modul ist von Parallax. Und es ist eigentlich gedacht, um einzelne Propeller-Chips direkt irgendwo in einem Experimentalaufbau oder auf dem Steckbrett oder Lochrasterplatine zu programmieren. Ich finde es hier für einen Hive nicht besonders gut, muss ich sagen. Die Möglichkeit ist da. Wer das machen will, muss darauf achten, dass er den Max 232 nicht gesteckt hat, damit die beiden sich nicht irgendwo ins Konflikt kommen mit den Ausgangstreibern. Aber der Nachteil ist natürlich, dieser Prop-Plug ist ja dafür gedacht, dass ich den an vielen verschiedenen Stellen dann wiederverwende bei Experimenten, und dass der eigentlich nicht im Hive verbleibt. Und man hat dadurch natürlich keine ständig verfügbare serielle Schnittstelle. Also so eine Dinge wie so ein CPM-Puter kann man dann eben nicht dranhängen, wenn man nur den Prop-Plug bestückt hat und den Max 232 weglässt. Ja? Insofern finde ich das mit dem Max 232 eigentlich sehr komfortabel letztendlich. Ja?
Meine Meinung. Ja, meine Meinung. So. Serielle Schnittstelle RS-232. Wofür brauchen wir überhaupt den MAX-232-Schaltkreis? Dazu muss man sich einfach mal, ich nehme mal ein Stück Schmierpapier, da können wir das mal kurz skizzieren. Muss man sich die Pegel einfach mal anschauen. Das serielle Signal ist ja ein digitales Signal. Bestimmtes ist ja ein Protokoll, Übertragungsprotokoll mit einer bestimmten Anzahl von Datenbits und Stoppbits und einer bestimmten Baudrate. Ja. Und wir haben dort einen High-Pegel und einen Low-Pegel, beziehungsweise logisch 1, beziehungsweise logisch 0. Und direkt an unserem Propeller-Chip, ja, dort haben wir ja dann unseren entsprechenden Logikpegel, entsprechend des verwendeten Logiksignals, Systems. In unserem Falle beim Propellerchip sieht das typischerweise so aus, dass ein High-Signal bzw. ein logisch 1 2,8 Volt ist und ein Low-Signal bzw. logisch 0 0,4 Volt. Das wäre der Prop. Die Schnittstellenspezifikation für RS-232 sieht aber andere Pegel vor. Und zwar sieht die vor, dass ein High-Pegel erstmal so negativ ist. Ja, der High-Pegel liegt also zwischen minus 3 und minus 15 Volt. Und der Low-Pegel ist plus 3 bis plus 15 Volt. Ja. Und alles, was zwischen minus 3 und plus 3 ist, wird eigentlich nicht beachtet. Das ist so eine Art Störabstand. Warum so einen hohen Pegel? Weil man natürlich mit der seriellen Schnittstelle dort größere Entfernungen überbrücken wollte. Also bis zu, was weiß ich, 5, 6, 10 Meter, was vielleicht so ein Terminal weg ist von irgendeinem Gerät. Und dafür braucht man dann diese großen Pegel. So, und mit diesen Pegeln, diese Pegel kann weder unser Propellerchip liefern, noch verkraftet er sie, wenn wir sie anlegen an irgendeinen Eingang. Und das wandelt unser MAX 232 um. Ja, das ist seine Aufgabe. Ja. So, okay. Gucken wir uns wieder den Schaltplan an. Und dann können wir eigentlich loslegen. Wie gesagt, ich werde es ein bisschen straffen und mich dann mehr nachher dem Test widmen. Also dann, los geht's. Und da ist es fertig, unser Host-Interface. Und jetzt können wir an den Test der ganzen Sache gehen. Ich habe hier ein bisschen umarrangiert. Wie man sieht, habe ich hier schon ein Netbook stehen. Wir brauchen eigentlich insgesamt 4 Sachen, um die Sache, um das Interface zu testen. Das ist einerseits unseren Host-Rechner. Wie gesagt, ich habe hier nur so einen kleinen Netbook jetzt mal hingestellt, weil ich hier nicht allzu viel Platz habe. Wir benötigen
dann je nach Bedarf seriell zu USB-Wandler bzw. USB zu seriell, wenn der Rechner keine eigene echte serielle Schnittstelle hat. Die meisten neuen Rechner haben das ja nicht mehr. Bei einem älteren Rechner brauchen wir vielleicht einfach nur ein serielles Kabel sub den neuen. Ne? So, dann brauchen wir unser Adapterkabel für unser Host-Interface. Ja. Und noch eine kleine Brücke, das ist so eine Loopback-Brücke, die habe ich mir jetzt selbst zusammengelötet aus solchen, aus diesen Präzisionsfassungen habe ich einfach zwei abgeknipst, ein Stückchen Draht, ein bisschen Schrumpfschlauch und dann haben wir hier eine ganz komfortable, wunderschöne Loopback-Brücke. Ja? So, hier haben wir unser Host-Interface. Bevor ich es vergesse, wichtig, am besten gleich den DTR-Jumper stecken. Ja, ist wichtig. Ziehen muss man den eigentlich nur in ganz besonderen Fällen. Müssen wir jetzt auch gar nicht weiter ausrollen. Also nicht vergessen zu stecken, ansonsten funktioniert diese ganze Reset-Signalerzeugung nicht. Ja. Dann hier unseren Dip-Switch. Der ist jetzt auf dem Sockel, wie wir das geplant hatten. Und bei mir ist jetzt die 1 hier zur Seite von dem Max 232 von der Zählung. Und wir müssen jetzt den Schalter setzen, die 2 und die 5. Und damit ist dann unser Bellatrix-Chip ausgewählt. Und wir wollen ja hier an diesem Sockel dann unser Loopback stecken. Dann habe ich hier schon SD-Card aufgelötet und halt den Sockel, damit wir hier schön rumstöpseln können. Okay, ich werde jetzt ganz kurz umarrangieren. Ich hoffe, man sieht es dann gut, dass man auf dem gleichzeitig den Monitor und das Board sehen kann. Ja? Und dann werden wir die ganze Geschichte testen. Okay. So, das erste, was wir benötigen, ist ein Terminal-Programm. Dort verwenden wir einfach das Propeller-Serial-Terminal, was dem Propeller-Tool beiliegt. Und das heißt, ihr müsstet euch schon jetzt dieses Propeller-Tool einfach downloaden von Parallax, von der Webseite. Ich setze in den Kommentaren einfach den Link da, dorthin direkt zu dem Download und ich zeige es aber trotzdem nochmal hier. Das ist die Seite parallax.com und hier gibt es eine Sektion für die Mikrocontroller. Dort findet man die Propeller-Chips. Der Bildschirm ist jetzt hier natürlich relativ klein. Boards by Chips müssen wir reinschauen. Und hier gibt es die verschiedenen Schaltkreise. Gehen wir mal bei unserem D40 rein. Und hier haben wir dann ganz unten, hier so ein bisschen technische Beschreibung, hier haben wir ganz unten den Bereich Downloads und Dokumentation. Und da finden wir unter anderem das Propeller Manual, das sollte man sich eh mal holen. Das ist dieses Handbuch vom Propeller. Dann die Propeller Tool Software. Und es gibt nochmal extra ein Propeller Serial Terminal Download. Könnte man jetzt auch holen. Aber weil wir eigentlich dann im nächsten Schritt ja eh anfangen, mit dem Propeller Chip selber zu experimentieren, macht das Sinn, gleich das Propeller Tool zu holen. Dort ist das Propeller Serial Terminal, kurz abgekürzt PST, ist dieses PST gleich mit integriert. Ja? Also dieses Ding holen, das ist einfach ein Setup, durchlaufen lassen mit den Standardeinstellungen und dann hat man sowohl die Entwicklungsumgebung für den Propeller-Chip installiert, als auch das PST. Ja? So, ich lege es mal ab. Ich habe mir dieses PST jetzt schon auf dem Desktop hier abgelegt, das können wir dann nachher starten. So, was brauchen wir als nächstes? Als nächstes müsst ihr, wenn ihr jetzt keine serielle Schnittstelle habt, eure
euren USB zu Serial Adapter installieren. Bei mir ist er jetzt hier schon installiert auf dem Rechner. Ich habe jetzt hier einfach mal den Gerätemanager von Windows 7 geöffnet und jetzt stöpseln wir einfach mal den Adapter rein, weil wir müssen dann gucken, auf welcher COM-Schnittstelle liegt. Das liegt dieser Adapter, beziehungsweise wenn euer Rechner Serial-Schnittstelle hat, könnt ihr ja auch gucken, habt ihr nur eine COM1, COM2 oder sonst irgendwas. Hier ist er jetzt erschienen unter Anschlüsse COM und LPT und man sieht hier den USB zu Serial-COM-Port. Hier in Klammern ist dann die Angabe, dass er sich auf COM4 befindet. Ja. So, das können wir jetzt schließen. Wir wissen, auf COM4 haben wir unsere Schnittstelle und jetzt haben wir unser Board hier und koppeln unseren Adapter mit unserer Schnittstelle. Na? Was brauchen wir noch? Unsere Brücke sollten wir schon mal stecken. Der Propeller-Chip selber hat seine seriellen Pins an die serielle Schnittstelle an Pin 39 und 40. Ja, das sind diese beiden obersten Pins. Ich stecke mal meinen Adapter hier drauf, meine Loopback-Brücke. Jo, Dip-Switches haben wir gesetzt. Und Schaltkreis ist auch drin. Die Theorie hinter der Geschichte ist, ich starte mal einfach dieses Terminal-Programm. Das ist ein sehr, sehr einfaches Terminal. Deshalb ist das für den Test jetzt eigentlich auch relativ gut geeignet. Da können wir nicht allzu viel einstellen. Das dient natürlich jetzt dazu, mit unserem Propeller-Chip zu kommunizieren. Das heißt, alles, was wir hier oben in dieser Eingabezeile eingeben, hier im oberen Bereich, das wird gesendet, ja, und im Normalfall natürlich von irgendeinem Propeller-Chip empfangen, je nachdem, was wir an den Dip-Switches eingestellt haben, oder wenn wir ein Experimentierboard haben und da haben wir nur einen so einen Propeller-Chip drauf, dann natürlich von diesem einen Chip. Und alles, was der Propeller-Chip sendet, erscheint dann hier in diesem Logfenster. Ja. Nur haben wir auf unserem Board natürlich noch keinen Propeller-Chip, deswegen machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir brücken mit unserem Loopback, mit unserer kleinen Loopback-Steckbrücke, den Empfangs- und den Sendepin. Und damit wird alles, was wir von unserem Terminal senden, sofort wieder empfangen. Ja? Und zwar über unsere gesamte Verbindungsmechanik, die wir hier haben. Das heißt, über unsere Schnittstelle, über unseren USB zu Serial-Wandler, über unseren Adapter, bis hin zu unserem Max 232, bis es an unserem Empfangspin beim Propeller ankommt. Von dort geht es wieder zum Sendepin und den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Und wenn wir jetzt was eintippen, müsste das, wenn unsere Technik hier funktioniert, müsste das, was wir eintippen, auch im Logfenster dann erscheinen. Ja. Hier unten bitte darauf achten, wenn ihr mehrere Schnittstellen drin habt, muss eure COM-Schnittstelle eingestellt sein. Ich habe natürlich an dem kleinen Netbook jetzt nur COM4 zur Verfügung. Jo, und jetzt geben wir unserem Propellerboard, unserem Hiveboard Spannung. Anschalten. Und wir können jetzt was eintippen und wir sehen, Wunder, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich hoffe, dass es hier erscheint im Logfenster. Ja? So, und damit er mir das auch glaubt, dass das jetzt auch wirklich so ist, ziehe ich jetzt einfach mal diese Brücke und tippe nochmal was ein. Und jetzt erscheint hier nichts mehr. Ja? Passiert nichts mehr. Es wird halt nur gesendet. Man sieht hier unten auch, da kann man kontrollieren, da gibt es eine TX und eine RX LED hier in diesem Terminal. Ne? Wenn ich tippe, blippert TX vor sich hin. Und wenn ich jetzt meine Brücke wieder reinstecke, dann blippert gleichzeitig auch RX, weil er ja an sich selber sendet quasi. Ich kann auch zum Testen einfach mal
einen so einen Dip-Switch umschalten oder meinetwegen mal einen falschen Dip-Switch schalten für Administra, da passiert dann auch nichts mehr. Ja? Kommt auch nichts mehr an. Ja, erst wenn ich wieder zurückschalte. So. Und damit haben wir jetzt unsere Mechanik getestet. Also wenn das bei euch funktioniert, könnt ihr euch eigentlich relativ entspannt zurücklehnen, weil dann funktioniert zumindest die serielle Kommunikation von eurem Host-Rechner bis zu eurem Propeller-Chip. Was dieser Test jetzt nicht prüft, ist, ob auch wirklich ein Reset-Signal gebildet wird. Ja, über diesen DTR-Pin. Das ist natürlich noch eine Fehlerquelle. Da habe ich jetzt auch irgendwie keinen richtig griffigen Test, wie man das nochmal irgendwie checken könnte. Ja. Wem dazu irgendwas einfällt, der kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Geschichte. Ja. Falls da irgendwelche Fehler sind, dass man das jetzt auch irgendwie feststellen kann. Weil die Impulse, diese Reset-Impulse, die gebildet werden durch das DTR-Signal, sind natürlich durch das RC-Glied sehr kurz. Und ohne irgendwie eine kleine Impulsfalle oder einen Speicherauszieher oder sowas, sieht man da einfach nichts mit einfachen Messmitteln. Ja, mit dem, was wir halt auf dem Küchentisch zur Verfügung haben. Ja, prima, funktioniert. Zumindest mein Board. War aber zu erwarten. Ja, was ist, wenn es nicht geht? Da gibt es natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, wo das Problem liegen könnte. Ja. Was macht man in dem Fall? Also wenn es jetzt nicht funktioniert, dieser Test, dann auf jeden Fall erstmal wieder Strom abschalten. Wenn Strom abgeschaltet ist, funktioniert es übrigens auch nicht. Ne? Also wenn hier irgendwie die Stromversorgung matschig ist, ja, dann funktioniert es auch nicht. Schalte ich wieder an, geht's wieder. Ja? Also wir versorgen ja jetzt nur einen Schaltkreis, das ist der Max232. Ja, wenn wir dem den Saft abdrehen, dann geht es natürlich auch nicht. Also wenn irgendwas nicht geht, erstmal Stecker ziehen. Und als nächstes, wenn man selber das erste Mal gelötet hat, dann würde ich an der Stelle erstmal alles überprüfen, was mit der Löterei zusammenhängt. Ja? Man kann davon ausgehen, das Board funktioniert, das haben genug Leute nachgebaut, es funktioniert hundertprozentig. Es muss dann also irgendein Fehler sein in der Bestückung oder in der Verdrahtung. Ja? Also erstmal überprüfen alle Lötstellen. Sind dort irgendwo vielleicht Zinnbrücken? Oder hat man vergessen, irgendeinen Pin zu löten, einfach anzulöten? Ja? Ist vielleicht eine kalte Lötstelle oder sowas. Ja. Kommt relativ selten vor. Eher dürften es wohl irgendwelche Zinnbrücken sein. Dann prüfen, ist der Schaltkreis richtig rum aufgesteckt? Ja, ist ja ein gepoltes Bauteil. Muss man gucken, wo ist Pin 1, damit das. Es ist ja auch so aufgedruckt hier auf der Platine. Beziehungsweise man kann sich ja den Bestückungsplan auch ausdrucken, ist er richtig rum wirklich drauf gesteckt. Prüfen. Ne? Sind die Kondensatoren im Host-Interface alle richtig rum bestückt? Ganz wichtig, ja. Jo, das wäre so die Geschichte auf dem Board. Dann ist natürlich noch eine beliebte Fehlerquelle dieses Adapterkabel. Ja, da kann man natürlich auch irgendwas falsch belegen. Da dann in dem Falle, wenn es nicht geht, einfach nochmal komplett durchmessen. Ja, die Belegung ist auf dem Schaltplan Blatt Nummer 1 im unteren Teil verzeichnet. Und es gibt in dem Text-Tutorial nochmal eine genaue, auch eine Skizze, wie das auszusehen hat. Eine Skizze mit farbigen Drähten, wie dort was gelötet sein muss, und dann kann man wirklich mit dem Ohmmeter nochmal durchmessen, ist das richtig belegt. Denn wenn dort, was weiß ich, zwei Adern vertauscht sind, TX und RXD zum Beispiel, geht es nicht. Ja. Oder es ist verwechselt mit diesem DTR-Signal oder sowas, geht nicht, funktioniert nicht. Ja.
Also das sind die Sachen, die man nochmal testen könnte. Und man braucht auch wirklich nicht weitermachen, bevor das nicht funktioniert. Ja, das ist halt die Grundvoraussetzung, um mit dem ersten Propellerchip zu kommunizieren. Und das muss funktionieren. Es muss Stromversorgung funktionieren und dieses Host-Interface. Ja. Und dann kann man auch das erste Mal mit dem Propellerchip Verbindung aufnehmen im nächsten Schritt. Ja. Um den Fehler einzugrenzen, könnte man noch Folgendes machen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wenn man jetzt, ich stöpsel das nochmal zusammen. Bei dem Test brauchen wir jetzt übrigens keine Stromversorgung, den ich jetzt zeige. Man zieht einfach diesen MAX232-Schaltkreis raus. Und jetzt brücken wir einfach am Propellerchip, sondern wir brücken am Eingang von dem MAX232-Schaltkreis. Und wenn man auf dem Schaltplan schaut, sind das Pin 7 und Pin 13. Ne? Also jetzt, Schaltkreis ist draußen, Stromversorgung ist ab. Ich lösche mal den Bildschirm hier. Geht natürlich nicht. Ja? Man sieht, nur die TX-Lampe blibbert, es kommt nichts zurück. Ist klar. Kann jetzt auch überhaupt nicht gehen. A, weil Stromversorgung aus ist, B, weil der Max überhaupt nicht drin ist. Wenn wir jetzt zwischen Pin 7 und 13 unsere Brücke stecken, das muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und wenn wir jetzt tippern, da geht es wieder. Ja? Jetzt haben wir an einer anderen Stelle einfach diese Brücke drinnen. Was ist, wenn es hier funktioniert? Also bei diesem zweiten Test jetzt funktioniert und bei dem ersten Test direkt am Propellersockel funktioniert es nicht. Dann dürfte es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darin liegen, dass in dem Adapterkabel RX und TX gedreht ist. Vertauscht ist. Ja? Weil hier an dieser Stelle macht es keinen Unterschied, ob ich das richtig belegt habe. Ja, das geht immer, egal wie ich es belegt habe. Aber hinter dem MAX232, also in unserem Propellersockel, funktioniert das nicht mit vertauschter TX- und RX-Leitung. Weil, wenn wir es nämlich vertauschen, richtig rum wäre es ja, wenn unsere Empfangsleitung, wo also Signale reinkommen, auch auf den Eingang gehen bei MAX232 und unsere Sendeleitung von dem Ausgang des MAX232 kommt. Wenn wir es aber vertauscht haben, kommt unsere Sendeleitung oder Empfangsleitung, also wo die Daten kommen vom Hostrechner, nicht an den Eingang, sondern eben an den Ausgang. Dann ist es vertauscht und dann geht es quasi durch den MAX232 nicht durch. Ja? Also so kann man auch eingrenzen, ob man das da irgendwie vertauscht hat. Okay, das war es jetzt hierzu. Das war ja jetzt ein bisschen wieder rein in unseren Schaltkreis. Nicht ganz so interessant vielleicht jetzt als, vom Aufbau her. Aber es sind halt wirklich die Voraussetzungen, durch die wir durch müssen. Und ich freue mich jetzt eigentlich auf den nächsten Teil, weil im nächsten Teil stöpseln wir den ersten Propellerchip hier drauf. Das ist in dem Falle Bellatrix. Und stücken den Quarz. Und unsere LED, vielleicht auch schon den Flash, müssen wir mal gucken, unsere Heartbeat-LED. Und dann können wir das erste Mal unseren ersten Propellerchip hier programmieren. Ja, das heißt, da werde ich dann auch so ein paar Testprogramme vorbereiten. Da können wir wie wild, wie verrückt mit einer einzigen LED rumblinken. Mal sehen, was wir da machen können. Vielleicht, ich dachte, dass wir dann vielleicht auch ein bisschen mal schauen, wie wir, können wir programmgesteuert mit dem Debug-Terminal zusammenarbeiten. Ja, wie kann man also mal eine Testmeldung dort ausgeben? Wie kann man vom Terminal was rübersenden zu unserem Propeller-Chip? Das ist eine gute Voraussetzung, auch später erstmal für eigene Projekte nachher, um mit dem Propeller-Chip was zu machen. Weil in irgendeinem
meistens hat man ja an so einem Projekt nicht einen Bildschirm dran, wie wir es ja relativ schnell irgendwann hier bei dem Hive-Computer haben werden. Ja, da haben wir ja dann irgendwas zum Anzeigen. Aber in den meisten Elektronikprojekten, wenn wir uns das nachher auch mal anschauen mit dem Magic Eye, was ich gebaut habe oder sowas, da hat man ja wirklich bloß den blanken Propellerchip oder Mikrocontroller dann irgendwo auf seinem Blech und was weiß ich, ein paar Sensoren und einen Motor dran. Und dann braucht man ja eine Möglichkeit, um zu kommunizieren, um diese ganze Sache zu testen. Und da ist dieses Debug-Terminal, dieses Propeller-Terminal natürlich eine wirklich tolle Geschichte. Also das ist nicht für die Katz. Es ist auch interessant nachher für ein Hive. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich für, Ballard, für ganz normale Anwendungen schreibe, die in dem Regnatix-Chip laufen, dann habe ich ja kein Problem. Weil dann kann ich immer Bildschirmausgaben dann auf meinen angeschlossenen VGA-Monitor oder sowas machen. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel einen eigenen Administra-Code schreibe, Administra hat ja keinen Anschluss irgendwo für die Ausgabe auf dem VGA oder sowas. Ja, da ist unsere Soundkarte drin, wir erinnern uns, und unser LAN-Interface und unser SD-Card-Interface und IO-Bus. Wenn ich da was schreibe, ist es natürlich unheimlich praktisch, wenn ich dann irgendwelche Debug-Informationen über die serielle Schnittstelle auf meinen Host-Computer ausgeben kann. Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ist also nicht für die Katz. Und im nächsten Schritt werden wir genau das tun. Da werden wir nämlich anfangen, unser erstes Subsystem hier in dem Hive zu programmieren. Und dann geht es hier los, Schritt für Schritt, Schlag auf Schlag wird das dann mehr. Ja? Also, bis demnächst. Ich freue mich.